Immer, das hab ich genau gehört. Ich bin gut, nein. Ich bin heute als Rowdy in Wobbly Live unterwegs, Freunde. Und ich sag mal so, Broxo, der ist vielleicht bei der Polizei, Freunde. Er ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Wenn euch Wobbly Live und diese Folge gefällt, haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Und ich würde sagen, let's go. Einsatz, Einsatz. Hey. Was ist denn hier los? Bleiben Sie jetzt mal ganz kurz stehen, Kollege. Hallo? Stehen bleiben. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Sie stehen. Hallo? Bleiben Sie stehen, ja? Wissen Sie, was Sie gemacht haben? Was denn? Kommen Sie mal hoch. Sie haben hier bei den Nachbarn in den Pool gepinkelt. Ich hab gar nicht in den Pool gepinkelt. Hey! Hauen Sie ab! Stehen bleiben! Hauen Sie ab! Stehen bleiben! Ich hab gar nichts gemacht! Stehen bleiben! Oh, das Geschenk will ich aber auch haben. So, warte. Okay, meine Chance, Also, pass auf. Sie bleiben jetzt sofort stehen, denn Sie kommen jetzt ins Gefängnis, Mister. Ja? Ey! Ich will nicht ins Gefängnis. Ich bin noch viel zu jung, um ins Gefängnis zu gehen. Ich sehe doch Ihren Roller, Sie Idiot. Ich bin gar nicht auf dem Roller. Ich bin noch im Pool. Ey, nein! Aua! Stehen bleiben jetzt. Bleiben Sie stehen. Ich will nicht ins Gefängnis. Ach, nein, falsche Richtung. Sie müssen es gibt nur noch einen Weg für mich. Es gibt nur noch einen Weg für mich. Ja. Oh, ich bin direkt hinter Ihnen. Oh. Die arbeiten doch mit dem Taxi zusammen, Sie blöder Taxifahrer. Sie sind verhaftet. Ey. Ey. Hauen Sie rein. Ciao, ciao. Wenn ich Sie berühre, sind Sie verhaftet. Ausweichen. Ja. Oh mein Gott, das war das krasseste Ausweichmanöver. Sie müssen sofort stehen bleiben, Mister. Ja, Mann. Okay, jetzt schnell. No! Oh, nein! Ja. Sag mal. Alles gut, alles gut. In die U-Bahn! In die U-Bahn! Nein, nein! Ja, okay. Was so, die U-Bahn? Wo sind Sie, hä? Wo sind Sie, Kollege? Kollege, hä? Schnürschuh. Das hab ich genau gehört. Ich bin gut, nein. Nein. So, Sie kommen jetzt mit. Sie kommen jetzt mit. Sie sind verhaftet. Sie sind verhaftet jetzt. Okay. Kommen Sie mit jetzt hier. So, hier. Ich hab Sie. Okay, okay. So, Sie kommen jetzt hier mit. Aber bitte sagen Sie nichts meiner Mama, okay? Nein. Wieso, was ist denn? Bekomme ich jetzt in den Knast? Ja, Sie kommen jetzt erstmal in die Ruhezelle. Sie sind ein bisschen aufgedreht, muss ich sagen. Okay. Und zack, hier ins Polizeiauto gestoppt, okay. Okay. So, und jetzt. Ja, dafür darf ich vorne sitzen. Ja, dafür dürfen Sie vorne sitzen. Ausnahmsweise mal. Wir fahren jetzt mal ganz kurz zum Polizeirevier. Muss ich Geld bezahlen? Ich habe nicht viel Geld. Ich spare nämlich auf ein neues Haus. Ja, das werden wir gleich im Revier alles Hauptsache, ich komme nicht ins Gefängnis, das ist das Wichtigste. Ja, da bin ich mir leider nicht so sicher. So. Was soll das denn heißen? Ich pack mal den meinen Kollegen. Ey, sag mal, nee! Nein! Sie kommen, Sie kommen jetzt mit! Sie kommen jetzt mit! Das reicht mir jetzt! Das reicht mir jetzt hier! Nein! So, wir stecken sie jetzt in die Zelle rein, Kollege. So, okay, hi, Mister, jo, was geht? Moin. Erstmal machen wir es so: Du kommst hier in die JVA, ja? Das heißt, ich glaube, ich muss hier, glaube ich, lang. So, hier. Wirst du jetzt erstmal ein bisschen verhört. Och nee. So, hinsetzen. Also, um jetzt die Tat quasi wiederzugeben. Ja. Sie haben bei dem Nachbarn Jenkins einfach in den Pool gepinkelt. Und Nachbar Jenkins ist allergisch auf Urin an der Haut. Ja? Hallo? Das stimmt gar nicht. Das habe ich gar nicht gemacht. Nachbar Jenkins ist gestorben. Was? Ja. Der ist aber nicht wegen mir. Das muss Sie jemand anders gewesen Mord sein. Sie haben Mord begangen. Wisst ihr, was Sie Polizisten nicht sehen? Hier in der Stadt sind schon seit Jahren Außerirdische und ihr seht es nicht. Und ich werde jetzt hier festgenommen, weil hier irgendwie Leute in den Pool sind. Ja, auch noch verrückt. Ich glaube es nicht. Sie kommen jetzt direkt hier in die Zelle. Rein mit denen in die Zelle. Das ich will aber nicht wirklich, ich will nicht in den Knast. Das ist mir aber. Ich will nicht in den Knast. Hören Sie auf, sich zu wehren. Sie machen es nur noch schwerer. Die machen es nur noch schwerer. Ich habe nichts gemacht. Die kommen jetzt ja noch in die Ekelzelle. Das ist die Ekelzelle Nummer 1. So, hauen Sie bloß ab, ey. Sie haben ein Wirklichkeit, haben Sie Angst vor mir. So, ich guck mal, ob die anderen noch alle da sind. Oh, das war gut. Also Ekelzelle kann ich gar nicht verstehen. Verdammt, meine ganzen anderen, die sind alle entkommen. Wie ist das jetzt passiert? Die sind alle entkommen, meine ganzen anderen Gefangenen.
Hey! Hey, nein, ich muss hier raus! Stopp! Sind da die Waffen? Ich brauche Ihre Hilfe, okay? Okay. Ich brauche Ihre Hilfe. Das Problem also, ist, ja? Wir sind leider unterbesetzt. Kann ich rauskommen aus dem Knast, wenn ich Ihnen helfe, oder was? Ja, dann können Sie nachher auf Bewährung quasi raus, wenn Sie sich jetzt gut anstellen, ja? Okay, das hört sich doch noch einen guten Plan an. So, wir müssen jetzt die drei Verbrecher finden, die quasi... Ja. Waren das sogar vier? Eins, zwei... Es waren sogar vier! Wir müssen jetzt vier Verbrecher finden, die entkommen sind. Okay. Halten aber Sie Ausschau. Aber es sind doch... Okay, ich dachte, die eine Zelle war leer, weil ich da ja drin war. Nee, es waren aber vier. Okay. So, ich würde sagen, wir fliegen erstmal im Polizeihelikopter los, auch wenn es jetzt beschwerte Bedingungen sind. Okay. Das ist alles also, kein Problem. Ich bin ab jetzt auch artig. Ich will irgendwann auch mal Polizist werden, ne? Sag ich ehrlich. Ja, ist auch besser so, ja? Ist auch besser so. Das Ding ist, wir müssen jetzt nach orangen Overalls Aussicht halten. So, aber wie fliegt man hier das Ding? Oh mein Gott! Das war's komplett! Ich bin ganz woanders hingeflogen! Aua! Ich bin ganz woanders hingeflogen! Ja, gut, dass wir noch mit Walkie-Talkies in Kontakt bleiben. Hä, wo sind Sie denn jetzt? Sind Sie auf dem Haus? Ich hole mir hier das Auto von meiner Schwester. Alles gut. Das ist auch ganz sicher das Auto von meiner Schwester. Ja. Soll ich sie einsammeln? Wo sind Sie denn? Ey! Ich bin artig. Ich mach nichts. Wo sollen wir hinfahren? Also, Sie steigen, obwohl Sie können auch ruhig hinterherfahren. Ja. Wir müssen jetzt Leute finden, die quasi... Sag mal, der fährt ja mit offenem Verdeck beim Regen. Ja, also der ist nicht ganz dicht, ja? Der ist nicht ganz dicht. Also ich glaube, ich habe gehört, im Burgerladen soll sich wahrscheinlich einer aufhalten. Oh, okay. Den kenne ich, da habe ich mal gearbeitet. Ja? Ja. Dann ist gut. Ich sag dir mal ganz ehrlich, da haben wir auch immer auf den Burger aufgespuckt, wenn Polizisten gestellt haben, ne? Unglaublich, deswegen hat er immer so komisch geschmeckt. Sag ich ehrlich. Hier! So, ja, ich musste hier einparken. Man parkt ja regelrecht, ne? Also nicht so wie Sie hier auf der Straße. Ja. Sondern ordentlich. So, man hat jetzt... Darf ich hier ganz kurz durch? Ich muss einmal ein bisschen Kontrolle hier machen. Verdammt. Ich esse in der Zeit was, ja? Okay, ja. Wir müssen aber anscheinend einmal ganz kurz hier einen kleinen Job machen. Ach, damit wollen die nichts verraten, oder was? Ja, damit wir halt... Das ist hier geheime Formel und so. Das ist so eine Klausel, die wir unterschreiben mussten. Also das müssen wir einmal ganz kurz hier, zack, siehst du das? Was machst du? Hier kommen jetzt, pass auf, das Fließband ist offen. Jetzt müssen wir nur die Zutaten reinpacken. Okay, also oh Gott, Burger. Hörst du das? Ich höre hier auf jeden Fall. Ach, da steht sogar die Belegung. Also wir brauchen Brot, Fleisch, so, Käse, hier. Brot. Brot? Was? Brot, Käse, Fleisch, Brot. Okay. Nein, Brot, Fleisch, Käse, Brot. Okay, wo ist denn jetzt hier das Fleisch? Ach, da ist das Fleisch. So, hier. Okay. Das sind aber zweimal Fleisch. Alles soweit ungefähr drauf. Also ich merke schon, Burgerbraten ist nicht so ihr Ding, ja? So. Ey, ich hätte auch mit ein. So, okay, ich glaube, jetzt haben wir quasi alles reingepackt. Der Burger sollte jetzt. Wow, und was kommt da? Der wird ja immer größer. Er wächst. Okay, noch einen, komm, wir machen noch ein paar. Noch einen, okay, wir müssen anscheinend noch mal welche machen. Alles klar. Okay. Jetzt, warte, was haben wir jetzt hier bekommen? Ah, nee, wir müssten. Guck mal hier, wir müssen den Burger. Ja. Zack, hier rauflegen. Ach so. Zack, ach, das siehst sind du die das? Und jetzt haben wir. Schnell, oh nein. Nochmal einen neuen. Nochmal, oh okay, also Brot. Okay. Eine Hälfte. Nee, du hast ein Brot, eine Oberschicht, eine Unterschicht. So hier, ganz kurz die Bulette. Mann, als Polizist hier jetzt einfach ein bisschen Burger braten. Ich glaub's nicht. Ich sag dir, das ist nicht so meine Stärke. Wahrscheinlich müssen wir gleich noch eins machen mit Salat und so, ne? Das kann gut sein, ja. Und der Burger kommt schon wieder. Den schnapp ich mir direkt hier, den Riesenburger. Okay, nächsten Burger. Oh Gott. Okay, ich nehme wieder von oben. Ich nehme wieder eine Hälfte oben. Okay. Ich nehme dann schon mal zwei Fleisch. Ja. Oh, jetzt sind wir eingearbeitet. Unten oben habe ich schon. Ich habe schon einmal Käse. Wir brauchen Käse. Zweimal Käse. Verkauft da das Ding. Okay. Und rein damit in den Ofen. Das ist aber auch echt ein Wunderofen, ne? Das ist auch echt so ein Magieofen. Der hat auch keine Augen da. Oder? Nee. Okay. Und? Der nächste Big Tasty Big Burger. Okay, oh Gott, wir haben noch 1 Minute 20. So, jetzt hier kommen. Muss noch zwei Stück machen. Oh Gott, guck dir den Burger an. Okay, Burger unten und oben ist schon drauf. Ich nehme Salat, schon Fleisch. Gurke mache ich. Okay, ich schmeiße an die Maschine. Oh nein! Nein! Okay, ich schmeiße den Salat noch drauf. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein! Vielleicht passt was ist das denn für ein Burger? Schmeiß ihn nochmal aufs Laufband. Verdammt. Okay, wir haben jetzt noch den letzten jetzt hier. Den letzten. Und das ist quasi nochmal genau dasselbe. Okay, dann schnell, 3 Sekunden. Das schaffen wir. 3 Sekunden jetzt hier den Burger machen. So, und Unterschicht. Oh, verdammt. Tomate. So, hier. Warte. Käse, wie oft Käse?
Ich weiß nicht, das steht da. Nein. Käse? Es fehlt nur noch unten oben und Fleisch. Okay, Fleisch. Hast du unten? Fleisch, Fleisch. Noch oben, noch oben, noch oben, Burger, oben, Burger. Oben, fehlt nur noch. Drücken Knopf, drücken Knopf, drücken Knopf. Nein, mach du. Nein. 4 Sekunden. Das schaffen wir nicht mehr. Wir sind die schnellsten Burgerbrater der Welt. Och nö. Ach man, aber wir haben trotzdem ein bisschen Geld bekommen. Wir haben ein bisschen Geld jetzt bekommen. Und ja. Na, dann müssen wir ganz kurz noch das Geld hier abgeben, glaube ich. Ne? So, hier. Hier hin. Im Kino. Okay. So, ab ins Kino. Gucken wir mal. Ab ins Kino. Also hier, du müsstest dann mal checken. Oh, warum liegt denn einfach ein Schild auf dem Boden? Ich glaube, hier war schon der Raudi unterwegs. Abgeben. Das, also, Bro, das hallo! Ist, ich habe dafür hart gearbeitet! Geld, was wir zahlen müssen. Das Geld müssen sie mir bezahlen. Oh nein. So, mal gucken, ha? Lass mal reingehen. Ja! Verdammt, ich habe leider kein Geld bekommen. Mhm. Okay, wollen wir mal reingehen, oder was? Ich bewaffne mich mal lieber hier. So. Oh, kommt mal ran hier. Oha. Am besten legen sie das, am besten legen sie das weg. Wenn sie davon zu viel machen, auf einmal erhöht sich der Druck und dadurch entstehen quasi unterschwellige... Wow! Alter! Alter, ich bin durchs ganze Kino und der Film geht los! Guck mal, das ist sogar Verfolgungsfilm! So, kommen Sie jetzt mit hier? Ich komme raus, mitkommen. Ja. So, wo ist mein Polizei? Hier ist mein Polizeiauto. Also, was ist denn hier passiert? Guck mal, was Sie angerichtet haben mit Ihrem Parken auf der Straße, ha? Ja, sorry, ich weiß. Ja, ich also das Ding ist, reicht mir jetzt. Einsteigen jetzt hier ins Polizeiauto, ja, das reicht mir. Steigen Sie ein. Fabrizio, los! Rett mich schnell! Ich steig ein bei dir hinten, komm! Fabrizio, fahr los! Fabrizio! Oh nein, okay, ich wollte gar nichts machen, ich wollte gar nicht abhauen. Ja, ich merke mir das, ja. Ich merke mir das wirklich so. Mit Geschwindigkeit nach Hause. Weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Was dass denn, die ne? schon abgehauen sind. Die sind schon gar nicht mehr in der Stadt. Die sind schon durchgezogen. Also, ich bringe sie jetzt auf die böse Insel. Kommen Sie jetzt mal ganz kurz mit hier. Ja, okay. Jetzt, sie werden jetzt auf die in das heftige Gefängnis kommen auf der Insel. Okay, Alcatraz oder was? Naja, irgendwie sowas, ja. Okay, wie fliegt man das Ding? Ich habe zufälligerweise einen Flugschein. Soll ich lieber fliegen? Höher gucken. Sie müssen weiter runter. Ja, so genau. Und jetzt so halten. Oha. Ja, genau. Gib ich Ihnen mal kleine Tipps hier. Oha. Sehr schön, sehr schön. Okay. Okay. So. Wo sollen die gehen? Wo sollen die denn sein? Dann fliegen wir jetzt mal sie ins böse Gefängnis, okay? Hochziehen! Ich zieh doch schon hoch. Hochziehen! Ich zieh doch schon hoch. Oh Gott, sie sind ja völlig am Durchdrehen! Sie sind ja. Sie sind ja hier am Eskalieren! Nein! Okay, dieses Mal bin ich noch davon gekommen zum Glück. Verdammt. Freunde, da bin ich wieder freigekommen und kann wieder bei Jenkins in den Pool pinkeln. Es hat auf jeden Fall wieder ultra Bock gemacht, wenn ihr Wobbly Life feiert und mehr Folgen mit Brox zu sehen wollt, dann dort gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Tut mir einen Gefallen, checkt noch gerne eins von den anderen beiden Videos aus, checkt Brox aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.